Hallo und willkommen zu. Nein, wie sagt das der Günther? Boah. Boah. Guten Abend, meine Damen und Herren, und nee, so sagt das auch nicht. Zu enthusiastisch für ihn. Er ist Es sehr, ich weiß nur er noch, ist dass die Sendung alt. so beginnt. Dö, 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 dö. Ja, ihr wisst Jetzt schon. singt Johnny schon wieder. Boah, so schlimm. Wir sind noch keine Minute in Ah. der Folge. Auf jeden Fall. Ich bin froh Wir sein, dass spielen es Wer keine wird Lyrics Millionär? hat. Und das ist über die RTL-Website, nämlich das ist scheinbar die Version, auf die Johnny schwört. Und unser Plan ist, dass wir einfach gemeinsam als Team agieren werden, um zu sehen, ob wir gewinnen können. Ich habe keine Ahnung, worauf Wir das hinauslaufen werden wird. Millionär. Wir werden Ja, Millionär. ja. Ich Bin mir weiß nicht, sicher. ob wir selbst zu viert zur Million kommen. Ich weiß es nicht. Ich Voll muss gut aber sowieso. sagen, im Laufe der letzten Das ist nicht Jahrzehnte, wahr. die diese Show läuft, ist das Ganze Wer wird Millionär nicht mehr so beeindruckend. Für eine Million bekommst du kein Haus mehr heutzutage. Oh, stimmt. Da, wo du wohnst, vielleicht. Wer wird Millionär ist einfach, du hast du mal eine Mark-Show noch gewonnen. Aber ja, schnelles Spiel nehme ich an. Das Was machen. wollen wir Also, machen? wir können verschiedene Dinge machen. Schnelles Spiel ist einfach irgendwelche Fragen. Spiel des Tages weiß ich nicht genau. Das ist immer eigentlich relativ schrecklich. Ich komme da nie weit. Und letzte Sendung ist cool. Da kann man halt immer die vergangenen tatsächlichen Fragen Ich und meine, von uns mehr hat das ja eh sehen. niemand gesehen. Also ich würde Also, einfach schnelles ja. Spiel machen, Mach mal ehrlich ein schnelles gesagt. Spiel. Ja, machen wir mal. Bei letzter Sendung ist aber cool oder irgendwie weird. Ich weiß nie, wie das weitergeht. Also, wenn jemand bei der siebten Frage rausfliegt, dann kann man hier ja trotzdem weiterspielen. Also, weiß ich nie, ob das so dann Zufall ist oder ob die Fragen prädestiniert waren in der Sendung und nie wieder vorkommen werden. Jungs, Ah. wie viele Flecken hat eure Haut? Oh, Ich das. kriege in den letzten Jahren immer mehr Muttermale, Ich zählt habe ein das? paar Oh, ich Leberflecken, ne? brauche Ich habe Muttermal auf. an einem Zeh entwickelt, das stört mich so sehr. Oha. Ich habe chronologische Neurodermitis. Jetzt kommt Oh mein ihr. Gott, wie geht's direkt Oh, los? ordnen Sie Labrador, Pekingese, Bernhardiner und Yorkshire Terrier ihre namentliche Herkunft zu. Oha, das ist doch nicht Schweiz, Kanada, einfach. China, Der zweite ist Großbritannien. China. Der Oh, Pekingese warte, ist und China. Der zuordnen. Labrador Und ist. der Yorkshire ist bestimmt Das Großbritannien. ist dieses, wo man am Anfang auf den Stühlen sitzt und erstmal Bernhardiner ist ausge. Schweiz. Also die Zeit ist schon rum, wir wären auf jeden Fall nicht auf dem Stuhl. Okay, Schweiz, Kanada. Großbritannien. Nein, Warte, Kanada ist Pekingese China, ist oder? China, Yorkshire, nehme ich China, an. Schweiz, Großbritannien, würde ich sagen. Ja, genau. Pekingese aus Schweiz? Also Ja. Kanada, genau. Ja, Kanada, China, Schweiz, Großbritannien. Yorkshire ist doch ein Ort in Großbritannien, also muss das ja sein. Ja. Es muss es. Muss es. Yeah. Nice. Nur 50 Sekunden, Leute, wir sind. Ja, aber wir haben auch Da geredet. muss man eh nicht schnell, Wie kann also. man jemanden redensartlich hassen? Tag hell, Nacht dunkel, abgrundtief, meine Freunde. Yeah. Hass ist ein großes Wort. Weil er keinen Fehler machen wollte, ließ sich der Billardspieler für den ersten an Sturm Rush Hour Stoßzeit. Stoßzug. Ja. Stoßzeit. Die ersten. Eigentlich können wir die ganze Folge nur immer diese ersten sechs Fragen spielen. Die sind die besten. Ja. Was können viele Frauen jenseits der 30 angeblich ticken hören? Sexbomben, defekte Einlassventile, biologische Uhr, männlicher Verstand. Ich Also, ich bin tippe für die auf A. Sexbomben. Sie können die Sexbomben hören. Und dann geht sie, und irgendwann geht sie hoch. Komische Frage übrigens, ehrlich gesagt. Ja, Ja. ist echt so. Wofür wollte Shakespeares Held Richard III. Sein ganzes Königreich geben? Pferd, Zigarette, Bier, Schnitzel. Das ist ein bisschen seltsam, weil es Mein, sind ich. immer diese einfachen Fragen dabei, aber es ist keine. Ich meine, man kann viel ausschließen, denke ich. Ich behaupte mal, War das Schnitz und das? Zigarette kann man ausschließen War das und ein Bier. Königreich? Königreich für was zu essen? Ist es genau War es das? nicht Kommt sogar ein das aus Königreich für Shakespeare? ein Schnitzel? Ich bin gerade echt Ich unsicher. weiß halt, Als. entweder Hä? Schnitzel oder Bier. Ich Woher glaube nicht vom kommt Richard Pferd, der oder? Dritte oder ist er ein Richard? Richard der Dritte ist ein Shakespeare-Story. Das ist der Name und Protagonist. Ja, aber woher Richards kennen kommt sich er? untereinander, wie man merkt. England, I think. Okay. Dann würde ich sagen, er ist kein Schnitzel. Ich Ich meine, würde auch ja. sagen, keine Zigarette, ne? Nee. Ich tendiere zu Bier, aber es könnte halt auch komplett daneben Ich sein. würde sagen Pferd, aber ich weiß es nicht. Meinst Können wir du? einen Zuschauer-Joker Ja. machen? Machen wir einen Können wir? Telefon-Joker. Ich meine, das ist immer Okay. seltsam bei diesen schnellen Spielen, sind die Fragen nie so einfach wie in der Sendung am Anfang. Für Für ein ein Pferd, Pferd. okay. Okay. Klar wie Kloßbrühe.
Er na, will bitte. Essen wie ein. Ne, er will das ein Pferd Königreich nicht. Für ein Pferd. Ich meine, wir hätten es ausschließen können, weil es das einzig wirklich sinnvolle war. Ich hatte es heute ausgeschlossen, aber ihr habt mich verunsichert. Ich gebe euch die Schuld. Was lässt sich in der Motorik von Babys bereits nach wenigen Monaten beobachten? Der Hammelsprung, der Affengriff, der Schlangenbiss oder der Ententanz, der Affengriff nehme ich an. Ich weiß. Ja, der Affengriff ergibt Sinn, den Rest kenne ich gar nicht. Kennst du den Ententanz nicht? Ich kenne das namentlich, aber das hat doch nichts mit Motor... Das ist daher die Frage. Was wird von vielen großen Fußballvereinen vertrieben? Betrieben. Werkstatt. Steuerhinterziehung, Talentschmiede, Genieschlosserei oder Begabungslabor. Ich glaube, es ist Talentschmiede. Ja, es ist Talentschmiede. Ja. Ja, doch, jetzt wo ich es sage, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gewusst. Wer beschäftigt sich beruflich am ehesten mit Chiffon? Schönheitschirurg, Maskenbildnerin, Fitnesstrainer oder Schneiderin? Das hat nichts mit Essen zu tun. Habt ihr schon mal Chiffon oder Chiffon? Ich dachte, es ist das zuvor gemeint, was das der Abfluss quasi ist, das Verbindungsteil. Deswegen dachte ich mir, das kenne ich, als ich das kaufen musste, damit ich die Spülmaschine anschließen kann, die Waschmaschine, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte, das wäre was zu essen. Also es könnte irgendein Stoff... Ein One Piece Character heißt so und die ganze Familie hat Namen, die mit Essen zu tun haben. Deswegen bin ich gerade so, was? Mein Fitnesstrainer könnte haben manchmal mit Essen zu tun. Oder es ist eine Substanz, die man sowohl essen kann, als auch als Schönheitschirurg irgendwie runterspritzen kann oder so. Möglich. Oder Masken wegen Gurken und dieses Ding. Keine Ahnung. So, ja, stimmt. Diese da kann man auch. Ich weiß nicht, ob wir uns auch wirklich auf die Essensverbindung stützen sollten. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich bin nicht sicher genug, ehrlich aber gesagt. Das ist ein guter Alter. Der uns vorne das Bier auferzählen wollte, ne? Ich habe nicht einen guten Track Record. Das ist eine Situation, wo entweder der Experte oder das Publikum, glaube ich, zum Einsatz kommt. 50-50 bringt uns nicht viel. 50-50 bringt halt nie viel. Doch, das gibt, der kann manchmal richtig gut sein. Was ist das da ganz unten? Das ist der Zusatzjoker. Das ist, einer im Publikum steht auf, der es weiß und du musst ihm dann vertrauen oder nicht. Also der behauptet, er weiß es. Na, los geht's. Ein feines Gewebe aus Seide, also Schneiderin. Dann ist das wohl der Experte. In welcher Sportart waren die Geschwister Jadika und Ivica Kostelic weltmeisterlich? Biathlon, Eiskunstlauf, Skialpin, Rennrodeln. Warum klingt Rennrodeln so cool? Vielleicht Eiskunstlauf? Was habt ihr gerade gemacht? Ich würde auch. Weil man das zu zweit machen kann? Also ich bin auch oder Eiskunstlauf. Biathlon. Die klingen nämlich so, als ob sie aus einer sehr kalten Gegend kommen würden. Biathlon sind ja zwei Sachen. Morgi, das ist alles Wintersport. Das heißt nicht, dass ich zusammen Weltmeister geworden bin. Ja, aber das stimmt. Aber guter Gedanke. Ivica Kostelic. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Ich nicht. Boah, doch, also... Mann, die 4.000-Euro-Frage, das ist da scheitert es bereits. Wir brauchen einen Joker vor der 500-Frage, das passiert in der Sendung. Frag das Publikum. Wir haben bald keine Joker mehr. Wir haben keine Ahnung. Scheinbar ist es im Ski. Das hätte ich als letztes getippt. Was ich genommen hätte. Ja. Oh, Maeve, das ist eine Frage. Welchen Film jagt Jennifer Lopez George Clooney? Out of Rosenheim, Out of Sight, Out of Africa, Out of Control. Glaubt ihr, es ist... Also ich würd Rosenheim oder sagen, Out of Control sagen. Wieso Rosenheim? Out of Sight klingt deep. Das klingt nach einem Film. Out of Control kommt mir so vor, als ob ich das schon mal gehört hätte. Ja, ich bin oft Out of Control. Also, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Ich würde B oder D sagen. Johnny, was sagst du? Ich sage Out of Sight. Jennifer Lopez hat doch gar nicht so viele Filme gemacht, oder? Ich dachte, ich weiß es, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Out of Control oder Out of Sight war, aber ich glaube Out of Sight. Ihr seid für beide für Out of Sight, ich bin für Out of Control. Maeve? Ich glaube, weil wegen dem Jagen, ja, das macht Sinn, also dass er irgendwie immer gerade so... Ja. Ja, eins von den beiden, ich kann mich nicht festlegen. Oh, ja, du hast mich überzeugt, okay, mit dem, dass Out of Sight hilft. Let's go. Cassiopeia hilft bei der Suche nach Goldminen, Speisepilzen, Steuerflüchtlingen, dem Polarstern. Cassiopeia ist ein Sternbild, ne? Ja. Oh.
Dann sind wir ja relativ. Man kann sich daran orientieren. Und Cassiopeia ist die Schildkröte aus Momo. Okay. Wohin muss ich ziehen, wenn ich beim klassischen Dartspiel die höchste Punktzahl werfen will? Mittig in die obere Hälfte. Ja, genau, mittig in die obere Hälfte. Das wissen wir alle. Die Triple 20. Außer Morgi vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich wusste nur, dass es nicht die Mitte ist. Okay. Warum sind die oberen Fragen plötzlich so? Oh, ist es Usbekistan? Syrien hat, Armenien hat, Georgien müsste. Ich bin mir unsicher bei Georgien. Aber ich glaube, Georgien müsste zwischen Türkei und Russland liegen. Ich würde Usbekistan sagen. Geografisch bin ich raus. Ich habe absolut keine Ahnung von Usbekistan. Würde ich auch vermuten. Wollen wir noch 50-50 machen, wenn wir. Weil dann kann ja sein, dass eins davon wegfällt. Das wäre mal ein Einsatzbereich. Wie sicher bist du denn, Fully? Ich vertraue auf mein geografisches Wissen. Für mich ist Usbekistan übrigens. Usbekistan ist für mich das Land der Es geht ja nur um 125.000 Euro. Wir können ja ruhig mal auf Fully vertrauen. Am Ende verkacke ich es und denke mir so, ach ja, scheiße. Wir können auch sagen, wir würden in der echten Sendung. Wenn ich Georgien höre, denke ich halt immer erst nach Russland. Aber gut, es ist ja. Georgien ist genau nach Russland, also zwischen Russland und Türkei. Du bist dir so sicher, das muss Usbekistan sein. Handeln zwischen Russland und Türkei, sind die nicht ein gutes Stück weiter entfernt? Nein, die sind sehr nah beieinander. Handeln ich weiß nicht mal, ob die nicht sogar irgendwie ganz minimal aneinander grenzen, weil es gibt in Georgien einiges an Territorien, wo nicht sicher ist, gehört das zu Russland oder zu Georgien? Handeln wir wie eine Person in der echten Show? Oder sind wir risikofreundlicher? In der echten Show würde ich locker den Joke... Ich würde 50-50 jetzt machen, ehrlich gesagt, denn ich will nicht einfach verlieren. Okay. Siehst du? Usbekistan. Das hat geholfen. Das Land der Datenträger. Das wir Suri... Ja! Oh, ich dachte, er ist untergegangen. Wie heißt eine von Patricia Cornwell für die Krimi-Welt geschaffene Gerichtsmedizinerin? Keen Winewood? Kathy Nordman? Kay Scarpetta oder Colleen O'Leary? Ich habe nicht einen von den Namen. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, wenn ich das Spiel wirklich spielen würde, wäre das der Punkt, wo ich aussteigen würde. Ja, ich würde hier auch aussteigen. Die, warte mal, kriegen wir jetzt 125.000 oder? Wir kriegen dann die 125.000, aber... Euro, oder? Da stand gerade 64.000, als wir die Frage richtig beantwortet haben. Die 64.000 lasse ich mir schmecken. Ist ein bisschen lahm, aber ich schätze... Ist die Frage... Was sollen wir machen? Wollen wir Ende machen? Nein, man geht dann jetzt. Ja, aber wir sagen halt, wir würden aussteigen. Ich bin für Keen Winwood. Ich bin auch für Winwood, ehrlich gesagt. Echt? Ich bin für Colleen O'Leary. Ich weiß nicht, das klingt. Ich bin für Kathy Nordman, aber okay. Okay. Es war die niemand dachte. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt ist es... Oh mein Gott. Wollen wir noch die letzte Frage weiterspielen oder nicht? Ich dachte, Scarpetta kann es nicht sein, weil es klingt so... Was ist ein Kugel? Ronkot, Bergspitze, Männerhut oder Eichhörnchenbau? Ich sage, das ist ein Eichhörnchenbaum. Es ist ein Eichhörnchenbaum, das weiß ich so. Oh, okay. Hä? warte, da hab ich... Scheiße, ich will wissen, wie der Eichhörnchenbau heißt. Der ist auch so Eichhörn... Also so ähnlich. Zu welcher Stadt war ein weißer Gorilla namens Schneeflocke eine der Hauptattraktionen? Barcelona, keine Mailand, Ahnung. Lissabon, Kobel. Athen. Oh, so gemein. Oh, cool. Mit B. Eichhörnchenbau ist ein Kobel. Ein weißer Gorilla namens Schneeflocke. Ist eines der Städte für Zoos bekannt oder so? Nicht zwangsweise, das sind große Städte. Ich denke, sie werden Zoo haben. Wenn wir einfach von Tourismus ausgehen, würde ich fast sagen Barcelona oder Lissabon. Die sind alle unglaublich starke Touristengegner. Ja, aber ich habe das Gefühl, Barcelona ist halt, zumindest aus unserer Perspektive aus gesehen, doch ein sehr beliebter Touristenpunkt, oder? Barcelona. Athen, Lissabon und Mailand genauso? Ja. Mailand vielleicht ein bisschen weniger, okay. Doch, Mailand, doch. Ja, wenn, dann wären wir doch Rom. In der Fashion-Welt und so ist es krass. Ja, ich würde auch sagen, wenn, dann würde man doch so sagen, ja, lass nach Rom. Ja. Ja. Okay. Ins, Italien hat anscheinend nur Rom. Nee, Italien hat auch Venedig. Ja, Mailand ist so wieder Platz 3. Okay. Nein, nee, sogar Platz 4. Ich würde sagen, Neapel kommt auch noch dazu. Was musst du sagen? Was mit Pisa? Oh, shit.
Okay, Mailand, wisst ihr was? Ich stimme für Mailand. Einfach okay, damit sich Mailand nicht so schlecht fühlt. Das ist Barcelona. 500 Thule Euro. Okay, Leute, ich sag's wie es ist. Ich glaube, wir schaffen die Millionen. Nochmal. Ich meine, wir sind vier Köpfe, ja, was so schief. Wir können auch uns absichern und wir nicht auf 500 Dollar, Euro runterfallen. Dafür haben wir aber einen Joker weniger. Nein, wir werden sicher bei 64.000 ausgestiegen. Ja, das stimmt. Aber wie würdet ihr das in der echten Show machen? Drei Joker und 16.000 Absicherungsnetz? Ich würde Absicherungsnetz machen. Ja, ich würde auch Absicherung Natürlich machen. Absicherungsnetz. Die meisten nehmen den vierten Joker. Oh mein Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Jemand, der in der nördlichen Hemisphäre wohnt, jemand, der im Norden Deutschlands wohnt, soll das beantworten. Ich sage, ja, ich versuch's. Sylt, Fehmarn, Rügen und Borkum. Du hast von West nach Ost gemacht, oder? Rügen sagen. Das ist komplett falsch. 50-50. Nicht ganz. Hast du aus Versehen von West nach Ost gemacht? Ja. Wer etwas verhökern will, sucht einen Mitwisser, Käufer, Ersatzmann, Fürsprecher. Ein Käufer? Ja. Mhm. Hä? Klar. Es ging nur darum, dass man weiß, was verhökern heißt. Okay. Wie ist mit dem Titel des Andersen-Märchens, nach das Entlein, aus dem ein schöner Schwan wird? Es ist hässlich und jung, blond und blöd, dick und doof, süß. Ich bin für süß und sauer. Ich nehme gern das süß-saure Entlein. Ja, hässlich und jung. In wem steckt er zumindest buchstäblich immer ein kleines Genie? Ingenieur, Professor, Journalist, Offizier. Ja, Ingenieur. Genie. Ingenieur. Sehr, sehr gut. Ingenieur. Niederlage und Enttäuschungen schmecken dem Vernehmen nach vielfach bitter oder herb, trocken, salzig, streng. Salzig? Wonach schmecken Enttäuschungen und Niederlagen? Es ist eine herbe Niederlage, sagt man. Ja, stimmt. Ja. Salzig ist so Twitch-Jargon. Ja. Das stimmt. Das ist so friesisch herb. Du hast mich hier. Jetzt ist plötzlich salzig. Jemand von euch kann vorlesen. Was soll an stark frequentierten Autobahnauffahrten der Verkehrsregulierung dienen? A. Pförtnerampeln. B. Hausmeisterampeln. C. Gärtnerampeln. Oder D. Nachtwächterampeln. Ich meine, es ist Pförtner an dem Punkt. Ja, Pförtner? Was anderes ergibt keinen Sinn, oder? Ich bin kein Autofahrer, aber... Ich weiß, dass es ein Autobahn gibt, und wenig befahrene Autobahnen gibt. In welcher Sportart reicht mitunter eine sogenannte mittlere Wertung schon zum Sieg? Dressurreiten, Judo, Fechten oder Turmspringen? Es kommt mir so bekannt vor. Mittlere Wertung. Schwierig. Wenn ich jemals irgendwelche Olympischen Spiele verfolgt hätte, dann könnte ich das versuchen nicht wissen. Versuchen wir mal auszuschließen. Ich habe das Gefühl, Fechten und Judo, weil man gegeneinander direkt antritt, hat man auch wahrscheinlich viel eher so etwas wie einen eindeutigeren Gewinner. Yeah, bei Dressurreiten und Turmspringen wirst du bewertet. Das heißt, ich würde sagen, eines von den beiden. Bei Dressurreiten habe ich keine Ahnung. Vielleicht Turmspringen reicht, wenn du eine mittlere Wertung hast, wenn du einen Durchschnittswert hast? Also es gab das TV-Total Turmspringen und ich glaube, da hatten alle immer, da hatten keine mittlere Wertungen. Die hatten die mittlere Reife. Das weiß ich. Also dann vielleicht Dressurreiten. So vom Gefühl würde ich auch Dressurreiten sagen, aber ich habe keine Ahnung. Also wir haben vier Joker, wir sind schon recht weit gekommen. Beim letzten Mal haben wir hier, glaube ich, schon den zweiten eingesetzt. Also wenn ich rufe mal den Jürgen an, der weiß es bestimmt. Joa. Jürgen, sag mal, ich auch sagen. Ich würde fast 50-50 machen, weil 50-50 ansonsten nutzlos ist. Von mir aus hauen rein. Ja, nee, der ist sehr nützlich. Oh, okay. Dressurreiten, würde ich sagen. Und jetzt ist es Judo. Was? Okay. Wow. Okay. Warum denn Judo? Der ich okay. Weiß es nicht. Guter Plan mit dem 50-50. Nicht weiterspielen, Moment, das ist. Nein, ich will Ende machen. Also ein Spiel des Tages nochmal? Ne, schnell spielen. Nee, wir machen immer schnelles Spiel bisher. Okay. Risikovariante aus. Ne, wir wollen den vierten Joker doch haben. Ja, ich weiß, aber wir wurden ja, John hat ja gefragt, ob wir das, wenn wir dann wirklich wären, so machen würden. Ach so. Und wir haben alle gesagt, also, nein, auf keinen Fall würde ich das machen. Ja, das stimmt, ihr würdet das Netz nehmen. Deswegen sollten wir hier auch das Netz nehmen, denke ich.
Mhm. Okay. Würdest du es nicht tun, Johnny? Aber wir wollen ja eigentlich nach oben kommen. Ich bin mir unsicher. Wir wollen ja in diesem Video die Millionen erreichen. Oder? Ja, aber wir müssen ja auch realistisch sein. Also weißt du, so ein vierter Joker kann manchmal so eindeutig hilfreich sein, dass es wie ein Netz ist. Ich meine, das stimmt. Du nutzt den dann noch und dann steigst du halt aus, wenn er nichts bringt. So. Das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Okay. Aber die 16.000 einfach zu... Also gleichzeitig ist es auch ziemlich cool, keine Joker mehr zu haben, aber einfach raten zu können, weil du eh mit 16k... Aber weißt du, wenn du den 16... Ja genau, wenn du die 16.000 halt eh erreicht hast, dann egal was passiert, du kommst mit 16.000 rein. Folgende Anzahl ihrer Konsonanten. Oh Gott. Eva hat nur einen, also ist Eva als erstes. Eva? Eva. Dann Elka 2. Elmar hat 3. Lass das den Mogli ruhig mal selber machen. Okay. Alles falsch! Ah, fangen Sie mit den meisten an! Ups! Also war alles richtig. Es war nicht falsch. Ja. Aber es war andersrum. Was beherrscht gestandene Fußballverteidiger? Goethe, Mephisto, Faust oder Gretchen? Ich würde sagen Faust. An vielen Universitäten gibt es Institute für Geschichtskunst, Mathe-Sport, Biochemie, Rallye-Physik. Warum sind diese Fragen alle so ähnlich bisher? Solche Worthaufen. Alle beide. Bleibt Olivenöl über Jahre hinweg chemisch unberührt, ist es auch noch im verschieden, wahlweise, abweichend oder alternativ? Ich weiß. Ich schätze, es ist alternativ. Ja. Oh mein Gott. Worauf bezieht sich das Wort nativ bei Olivenöl überhaupt? Keine Ahnung. Ist die Hose an der Taille zu eng, liegt es nahe, dass ich als Schneider dem Kunden zu einer Erweiterung des Bundeskanzler, Bundestag, oh Bundesregierung, Bundesrat. Bundesrat. Oh. Ach so, ich wollte Bundeskanzler. Ja. Warum wollte ich Bundeskanzler sagen? Was ist los? Irgendwie klingt das richtig für mich. Ich würde dir kanzlern, dass du vielleicht den Sehr gut. Wobei kann es sich laut Duden auch um einen Menschen handeln? Gräuel, Ekel, Schauder, Horror. Ekel. Das ist ein Ekel. Ah, so. Du Ekel. Ekel. Ekel, Alfred. Oh. Was sorgt häufig für schmerzende Füße? Satte Gewinne, gute Renditen, üppige Erlöse, hohe Absätze. Ich hasse gute Renditen. Oh, richtig hohe Absätze. Ein satter Gewinn, den wir hier machen. Oh. Über wen steht geschrieben, dass er alles ansah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dr. Frankenstein, Gott, Paul Bocuse und oder Ludwig von Beethoven. Einfach fucking Frankenstein. Ich würde sagen, Frankenstein, glaube ich. Und es war gut. Nicht, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Ja, es ist Gott. Ich würde sagen, Gott. Oh mein Gott, macht. Tim Bensko muss laut Titel seines Top 10 Hits aus dem Jahr 2011 nur noch kurz die Welt retten. Die Wogen glätten, nachher jetten mit Obama. Mit Obama retten. Aber hätte da vorkommen können. Nur noch kurz mit Obama chatten. 158 Mails von Obama chatten. Worum handelt es sich fachsprachlich, wenn von Fehlfarben die Rede ist? Orientteppiche, Teeblätter, Zigarren oder Fotos? Keine Ahnung. What? Fehlfarben. Fachsprachlich. Wer ist denn hier Fotograf? Ich würde jetzt erstmal Fotos denken. So vom Gedanken her. Ne? Du hast den Farbfilm vergessen. Michael. Diese Fotografie hat leider sehr viele Fehlfarben. Aber wir verkaufen es trotzdem. Ich weiß nicht ganz von welchem Jahrhundert der Fotografie wir hier gerade sprechen. Ja, eben. Aber üblicherweise fehlen keine Farben. Lass dich doch auf deinen Orient-Teppich und halt den Mund. Also ich weiß nicht, bei Fotos, ich habe das Gefühl, ich meine, es könnte vielleicht zutreffen, wenn man ein Bild falsch entwickelt hat. Aber ich habe das Gefühl, das ist an dem Punkt auch schon so, Film entwickelt ist auch schon so alt, dass ich nicht mehr weiß, ob sie das überhaupt noch... Geben denn Teeblätter und Zigarren irgendeinen Sinn? Also ich würde sagen, Zigarren machen gar keinen Sinn, oder? Ich weiß nicht. Sind die. Ich meine, die haben halt viele Brauntöne, aber ich glaube, das war's halt, ne? Sind Teeblätter einfach nur Pflanzen? Ja. Oder ist das irgendwie. Ja.
Kannst du einfach draußen Brennnesseln pflücken und den heißen. Ja, ich weiß, aber ich dachte irgendwie, es gibt doch so Teeblätter lesen oder so. Vielleicht Orienteppiche, weil gewisse Dinge fehlen können und das sind dann die keine Ahnung. Vielleicht, weil die gestickt oder so? Und dann gibt es halt zwischendrin so ein paar. Oder bleichen die Farben aus und dann sagt man, oh, das ist eine Fehl. Ich habe keinen Schimmer. Weißt du was? Ich glaube, oder bei Fotos, aber die bleichen. Die bleichen aus oder so. Keine Ahnung. Ich sag mal so, wir sind, wie gesagt, echt gut dabei und wir haben auch viel Joker. Wir sind wirklich stark, ja. Ich persönlich würde sagen, also ich werde nichts tippen oder so, aber ich denke, wir werden an der Nase herumgeführt und es geht ja nicht wirklich um Farben. Was denn, was denkst du denn? Ich habe absolut keine Farbe hat bestimmt, kam bestimmt so auch so von Wappen oder so und früher hieß Farbe wahrscheinlich gar nicht Farbe. Ich denke, es geht nicht um Farben direkt, aber ich würde, wollen wir jemanden anrufen, jemanden aus dem Publikum nehmen, das Publikum entscheiden lassen, ich denke, es wird alles richtig sein. Das ist alles meistens, ich würde den untersten Joker nehmen, weil der ist der unsicherste in der Show, glaube ich. Zigarren, Antwort C. Okay. Ich meine, das wäre jetzt Schwachsinn, wenn das nicht stimmt. Yes! Mich würde die Erklärung interessieren. Nein, wer gründete die Kinderstiftung Children for Tomorrow? Anke Huber, Boris Becker, Steffi Graf oder Michael Stich? Ich sag einfach, dass es nicht Boris davon, Becker war, denn er hat sich nicht mal um seine eigenen Kinder gekümmert. Ich meine, ja. Das klingt jetzt hart, aber es entspricht der Wahrheit. War Steffi Graf nicht auch eine Tennisspielerin? Ja. Ja. Die anderen vermutlich dann auch, aber ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, die kenne ich nicht. Ich kenne auch nur zwei, das ist... Das ist so ein Ding, da muss man... Situation, ja. Aber der bringt uns hier gar nichts. Ja. Ich denke, niemand hat jemals von dieser Stiftung gehört von uns. Eine Fehlfarbe ist eine Zigarre mit flächigem Deckblatt. Okay. Also, das was ist, heißt flächiges Deckblatt? Das ist halt ich nicht gefunden dazu. Ja. Das heißt, es ist wirklich sehr fachsprachlich, weil wir es immer noch nicht verstehen. Ja. Ja, dann, ich denke, das ist eine Aufgabe fürs Publikum. Ich kann niemanden anrufen. Steffi Graf. Das ist einfach nur, weil sie den Namen kennen. Ich kann niemanden anrufen, der das wüsste. Deswegen. Als ob jemand, den man anruft, nicht einfach googeln würde. Tipp. Sie wissen, dass die Geräusche von dem Handy verstärkt werden. Oh, das kommt von draußen. Wie ist das eigentlich? Es ist gerade ein Presslufthammer. Tipp. Kann man das machen? Ich denke, wenn du angerufen wirst oder so, musst du bestätigen, dass du es nicht machst, aber okay. Es ist wie mit Zoom-Unterricht oder so. Niemand wird jemals bemerken, dass du da eine kleine Karteikarte am Monitor platziert hast. Ja, eben. Ja. Oh, das ist so narrensicher. Ich erinnere mich an Videos, wo Leute so ihr Handy haben und damit einfach sich im Zimmer so umschauen sollten. Also so einmal so in alle Ecken, aber am Handy waren mit so Wäscheklammern ganz viele Sachen. Aber auch dann, es gibt so viele, man muss nicht mal viel machen, um das trotzdem zu betrügen. Ich denke, wir sagen Steffi Graf, weil niemand von uns hat auch nur die Leise. Ja, genau. Ja. Let's go. War richtig. In welcher dieser olympischen Disziplinen liegt die Weltrekordmarke der Herren bei der größten Weite? Hammerwerfen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Kugelstoßen. Achso, also was ist jemals weiter geflogen? Der Hammer, der Diskus, das Also wir können also die Kugelstoßen ausschließen. Ja. Ja. Hammer will ich auch ausschließen, weil ein Hammer fliegt nicht so weit wie ein Speer, oder? Nee. Nee. Doch, also ein Hammer hat so richtig Momentum dahinter. Ja, aber ich denke... Okay, aber ein Diskus ist... Würde ich fast sagen. Vor allem, ich glaube, Diskus ist somit das Älteste, was es ist. Ja, Diskus ist ja. Nimmt ja die Aerodynamik mit. Also, ich würde sagen, der Speer ist ja ziemlich eine fundamentale Erfindung der Menschheitsgeschichte, welche unser Überleben gesichert hat. Das der stimmt, Speer ist eigentlich. Der Speer ist ein Design, welches simpel ist und es hat sich immer die mal gesehen, Tausende bewährt. Sagen. Aber hast du mal gesehen, wie so ein Speer fliegt? Also, es ist wirklich. Schwer. So ein Speer. Also, das Ding ist, okay, ich hab ein Argument. Bei Hammer und Speer werfen musst du ja nach einem also in einem hohen Bogen werfen. Bei Diskus werfen ist das, machst du das zwar auch, du gehst halt nach oben, aber das fällt halt nicht sofort wieder runter, weil die Aerodynamik das ja mitnimmt. Wenn jemand einen Frisbee auch alleine wirft und einfach nur den Arm stoppt, weißt du, wie scheiß weit die Dinger fliegen? Ich würde sagen, Diskus werfen. Meine Frisbee fliegt aber wirklich ganz anders als ein Diskus. Ja, klar, aber es ist ja ein... Ich würde behaupten, es ist nicht... Also bin aber auch, Dieb, oder? Ich bin auch... Wir sind uns aber einig, dass es auf jeden Fall Speer oder Diskus sein muss.
Ja. Oder? Also ich habe aber halt hauptsächlich, das Gefühl, weil niemand von uns wirklich Bezug zum Hammerwerfen hat. Ne, pass auf, so ein Hammerwerfen nutzt ja dieses, so richtig diesen Schwung. Man fängt ich an, erinnere mich da nur an Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich habe gedreht und gedreht und der ist so weit geflogen. Ja, genau. Und dasselbe Prinzip hast du beim Diskus ja auch, nur ohne halt, dass da eine Schnur dran ist. Aber stimmt, den Hammer zieht und beim Speerwerfen hast du das nicht. Das finde ich auch unsicher, ob es nicht also Hammer irgendwie ist. Wir sind halt alle unfassbar schlecht im Werfen gewesen. Ich denke ehrlich, also ich tippe ehrlich gesagt auf Speerwerfen einfach, weil der Speer ist ein altbewährtes Werkzeug in der Geschichte der Menschheit. Ja, aber der ist riesig. Also beim Speerwerfen habe ich natürlich direkt Asterix im Kopf und Obelix hat den Speer mehrmals um die Erde rumgeworfen. Das war sehr weit. Das stimmt. Das ja, war sehr weit. Ich meine, dann nehmen wir der das. Speer. Der okay. Wir können auch 50-50 machen, wenn Joker ihr wollt. Ja. Ich sag Diskuswerfen. Wenn jetzt Diskus und Speer übrig bleibt, wenn ich nicht 50-50 und hoffe, dass Kugelstoßen stehen bleibt. Oh, what? Okay. Okay, nice. Okay. Ja, das bringt uns. Obwohl, wir sind immer noch nicht ganz weit, aber ich jetzt tippe immer noch auf den Speer. Wo ich am Anfang den Hammer ausgeschlossen habe, habe ich halt gedacht, dass der so wirbelt. Aber in Wahrheit fliegt der vorne, der schwere Teil voran und zieht diesen Stock hinterher, ne? Das ist ein. Ja, das ist eine Kette mehr. Oder? Ich dachte, das ist ein Seil. Ja, genau, so eine Kugel im Seil quasi. Ich weiß nicht, so ein Lederriemen oder so habe ich da im Kopf, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher. Achso, dann habe ich mir das falsch vorgestellt. Ich glaube, Maeve dachte mal, an die... Maeve einfach einen Hammer geworfen. An so einen Strongest Man-Contest oder so. An einen handelsüblichen Hammer. Hammer genau. Wenn sie nicht gerade Baumstamm werfen, dann werfen sie Vorschlaghämmer. Ja, ich habe mir schon vorgestellt, dass da ist der Rekord irgendwie 2 Meter oder so. Dass natürlich ganz fancy aussieht oder so, habe ich natürlich vorgestellt. Ich meine, es kann dann auch... Ja, irgendwie jetzt, wenn ich das so höre, denke ich, vielleicht wirklich Hammer werfen wegen dem verdammten Schwung, der da mitkommt. Die bauen halt so viel Schwung auf. Aber dann wieder, okay, ein anderer Gedanke. Der Speer durchzischt den Luftraum einfach. Ja genau, vielleicht ist der Speer deswegen weiter, weil der halt dünn ist und dann, wie du sagst, der zischt einfach durch die Luft und durch den Gegendruck da. Also wir versuchen es halt alle... Die Aerodynamik am besten eigentlich? Ja, wir versuchen es halt auch alle auf diese Weise herzuleiten, anstatt irgendwie uns zu erinnern, weil keiner von uns hat jemals irgendwie geschaut, was sind so die Meterzahlen bei sowas. Nee. Viele andere wissen sowas, ja. Ich würde Speerwerfen sagen. Ich würde auch Speerwerfen sagen. Okay, dann sind wir schon 3 Stimmen. Ja, dann ich wollte gerade sagen, dann brauche ich ja nichts mehr sagen. Es war Speerwerfen. Dankeschön. Okay. Wir haben Hammer ja eigentlich schon ausgeschlossen gehabt. Ja. Wenn in Berlin die Sonne am 21. September gegen 6.50 Uhr aufgeht, dann geht sie in Aachen 30 Minuten früher auf, zeitgleich auf, 3 Minuten später auf, 30 Minuten später auf. Also ich denke, die 30 Minuten kann man vergessen schon mal, oder? Das wird zu viel. Nee, das kommt manchmal schon hin. Zeitgleich nicht. Wo ist Aachen? Sag mir mal, wo Aachen ist, damit ich helfen kann. Aachen ist im Westen. Aufgeflogen. Westen. Ja, also im Westen, ja. Ist es auf ungefähr der Linie von Berlin? Nein. Nein. Von der Höhe meine ich? Nein. Okay. Also ist im Süden, okay. Mhm. Sonne geht im Osten auf. Das heißt, in Berlin würde ich sagen, geht die Sonne halt früher auf. Genau. Dann geht sie in Aachen 30 später Minuten auf. Später auf. Ja. Die Frage ist, ist Deutschland von Ost nach West groß genug, damit das wirklich für die Sonne einen nennenswerten Unterschied macht? Ich bin immer sehr beeindruckt, wie viel Unterschied das macht. Ja, aber guck mal, was heißt nennenswert? Manchmal ist es bei mir schon dunkel. Ist ja quasi minimal. Manchmal ist es bei mir schon dunkel und bei Leuten in NRW, mit denen ich irgendwie im Discord bin oder so, noch nicht. Okay, also, okay. Yeah. Noch nicht so dunkel wie bei mir. Du musst ja sagen, du hast eigene Erfahrung. Eigentlich, ich fände es überraschend, wenn es nur 3 Minuten wären, weil du musst es dir vorstellen, die Zeitzone ist ja ungefähr so breit wie Deutschland, oder? So ein bisschen breiter vielleicht? Das ist ja eine ganze Stunde. Breiter oder nicht? Ja, aber das ist eine ganze Stunde und dann die Hälfte davon? Ich meine theoretisch ungefähr Frankreich schon und Aachen ist nicht weit weg von Frankreich. Zeitzone geht bis nach Frankreich rüber, richtig? Und nicht weiter. Das Ding ist aber, die Zeitzone läuft ja eigentlich von Großbritannien runter nach Frankreich. Frankreich ist aber nicht drin, weil es mit uns in der gleichen Zeit sein möchte. I think. Ach so, ja, das deswegen ist Großbritannien, deswegen. Also einfach nur die Breiten, die 24 Längen oder Breiten gerade, ich weiß gar nicht, welches Wort. Das heißt, ich würde schon sagen, 30 Minuten später.
Ich denke auch. Also 3 Minuten ist echt wenig. Also ich denke, ihr habt ziemlich starke Argumente gebracht, ehrlich gesagt. Und ich bin überzeugt. Mich habt ihr an der Angel. Wir haben auch noch einen Joker, aber... Tja. Nein, ich denke, das ist... Oh, yes! Ja. Johnny! Yeah! Was ist zur Sicherheit der Patienten häufig mit einem Röntgen-Kontrastfaden versehen? Die Mullkompresse, die Impfspritze, der Mundschutz, der Urinbeutel. Mav, weißt du das zufälligerweise? Kontrastfaden? Mit einem Röntgen-Kontrastfaden versehen. Du hast das ja ist, ein oder andere Erfahrung mit gescannt werden. Das ist wahrscheinlich um irgendwie... Es geht. Das ist um die Röntgenstrahlen, damit die nicht überall hingehen? Ist das damit gemeint, das Ding? Hatte er das Gefühl, dass es... Aber diesen Mundschutz beim Röntgen gibt's doch, oder? Ich hatte den noch nie und ich wurde öfter schon geröntgt. Okay. Also vielleicht gibt's den, aber ich hatte den noch nie. Ich verwechsel das vielleicht damit, dass ich im Mund geröntgt wurde. Häufig mit einem Röntgenkontrastfaden. Ich verstehe nicht ganz, also das Gefühl. Röntgenkontrastfaden. Vielleicht, das klingt wie etwas, was wenn man das wenn man es irgendwie runterschluckt oder so und geröntgt wird, dass man das sieht. Also das ist irgendwie. Könnte sein. Sowas müsste existieren soweit, oder? Ja. Aber warum Faden? Vielleicht, du kriegst ja eigentlich immer irgendwie was umgelegt oder so. Was ist überhaupt eine Mullkompresse? Keine Ahnung. Ist, wie, ist das, eine Mullbinde war einfach nur sowas, was man zum leicht fixieren von Armen oder sowas hat im Erste-Hilfe-Set, richtig? Eine Mullkompresse ist so ein Verband, oder? Oder nicht? Also ich kenn die Mullbinde, soweit die das ist, wenn mich gar nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Also ich wurde halt geröntgt, aber halt nie irgendwo anders als an Gliedmaßen. Und da habe ich halt immer irgendwas umgekriegt, auf jeden Fall. Das weiß ich. Das war, glaube ich, zum Schutz, damit nicht mein ganzer Körper geröntgt wird oder so alles an den Strahlen rankommt. Es könnte sein, dass da direkt am... Ja, es kann sein. Und dann ist da vielleicht am Rand irgendein Kontrastfaden, damit man sehen kann, oh, hier ist das Röntgenbild zu Ende. Also das Ding ist, der Faden ist ja Stoff. Und zum Beispiel ein Mundschutz ist aus Stoff und eine Kompresse, aber so eine Spritze und, ja, so ein Beutel, okay, aber ein Urinbeutel. Also ich denke, also pass auf, wo wäre so ein, vielleicht gehen wir falsch rein, aber wenn ich drüber nachdenke, wo wäre so ein Faden, der, keine Ahnung, welche Zwecke auch immer erfüllt, braucht man bei einer Spritze den Faden für irgendwas? Ich denke, nee, ich meinte ja gerade, also ich habe das Gefühl, eine Spritze, da ist kein Material, was als Faden beschrieben werden kann. Ja, und ich denke, ein Urinbeutel ist auch nicht, genau. Relativ selbsterklärend, das Beutel. Mundschutz sehe ich und auch Mundschutz nicht, weiß ich ehrlich nicht. Gesagt. Okay, was? Na, du hast einen Faden technisch gesehen, der hinter deine Ohren geht, oder nicht? Ja, ich aber... Ich weiß nicht mal, was Mundschutz... Aber das genau. Kein Kontrastfaden. Ja, also was ist ein Mundschutz? Ist ein Mundschutz die Maske, die wir jetzt immer auch zu ja, das weiß ich halt auch oder? Nicht. Ich denke schon. Okay. Ich denke, ja, ich meine, das ist... Wir sind im medizinischen Bereich, wüsste also, ich, was sonst bei gemeint sein sollte. Ich kann mir nur eine Mundkompresse vorstellen. Kennst du die denn? Weißt du, was das ist? Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Ich bin der Kompressenteil, der, Ich bin mir halt nicht mal ganz sicher, was eine Mullkompresse ist. Wenn es wirklich so eine Art Verband ist, dann ist es vielleicht wirklich so, dass man auf Röntgenbildern erkennen kann, dass dieser Bereich bandagiert ist oder so. Keine Ahnung. Ich denke auch, dass es halt irgendein Verband nicht. Ist, der, keine Ahnung, um den Oberkörper, was auch immer... Oh, das ist, wenn man das halt umlegt... Hast du gegoogelt? Nein, okay. wenn das dann weg, mir fällt es gerade ein, so wie Melf das meinte, vielleicht ist es, weil Klamotten sind ja weg, wenn man röntgt. Und damit man das wenigstens irgendwie noch sieht. Mhm. Also sonst sieht der Mensch ja einfach nur nackt aus, sozusagen. Na, ich weiß noch nicht, ob ein Mundschutz wirklich sinnvoll ist, weil wenn man drüber nachdenkt, wenn man beim Zahnarzt zum Beispiel geröntgt wird, da beißt du auf einen Teil drauf, du hast auch keinen Mundschutz oder so. Also, deswegen, wenn da in der Richtung was geröntgt werden muss, ich weiß nicht, ob wirklich ein Mundschutz nötig ist. Bei dem Begriff Röntgen-Kontrastfaden, das hat keiner nur den Sinn haben, dass man beim Röntgen das als Kontrast wahrnimmt, oder? Ja. Yeah. Und man würde niemals eine Impfspritze röntgen. Ja. Man würde keinen Urinbeutel röntgen und man würde auch keinen Mundschutz röntgen, oder? Mundschutz könnte noch dabei sein, aber ich sehe nicht ganz warum, weil eigentlich für den Kopf gibt es andere Teile, damit man die Stellen, wo der Mund ist, röntgen kann. Ja, und warum sollte man Mundschutz beim Röntgen tragen? Heißt es Röntgen oder Röntchen? Es ist schwer. Das kannst du aussprechen, wie du willst, weil das Wort fürchterlich ist. Ja. Man sagt ja geröntgt, aber es ist Röntgen. Es ist Röntgen oder Röntgen und
Rönnchen ich, oder du kannst beides. Ich denke, es ist beides richtig, aber ich würde eher ja, geröntgt sagen. Vermutlich ist beides richtig. Ja. Geröntgt. Das klingt halt dumm. Das Wort will uns lynchen. Ja, dann machen wir doch trotzdem jetzt den... Nee. Oder ich setze auf die Mullkompresse, ich sag's euch. Ich bin okay. Ich würde auch... Okay. Alles andere, weil wir konnten kein Argument finden, der für was anderes spricht. Mhm. Ja, nice. Nice. Oh Andreas Gott. Von Bleichenwang und Tobias von Röbst. Johnny, wir brauchen sind Figuren dich. Aus dem Nibelungenlied, einem Sketch von Loriot, der Augsburger Puppenkiste, einem Shakespeare-Drama. Klingt nach Loriot. Klingt nach Loriot. Ja, es klingt wirklich so, aber da war nichts. Also, ich bin mir auch fast sicher, Tobias von Röbst und Andreas von Bleichenwang. Das ist wirklich dieses von Röbst. Ne? Tobias klingt auch nicht alt genug für Nibelungen irgendwie. Oder ist recht, die Tobias von Röbst. Den kenne ich nicht. Hatte Augsburger Puppenkiste solche Jokes? Ja, bestimmt, oder? Sie haben halt... Also die Augsburger Puppenkiste hat auf jeden Fall solche Sachen, aber ich kenne nichts davon. Aber also, das klingt halt, als ob man sich über den Adel lustig macht. Was ist denn zum Beispiel Nibelungenlied? Kenne ich nicht. Was? Nibelungenlied, das mit Siegfried. Ja, genau. Ah. Die Nibelungen. Also eher nicht. Ich sehe nicht ganz, inwiefern dann Tobias von Rülps reinpasst. Ja, aber ausschließen kann man es auch nicht, oder? Ich glaube... Nein, also, ich würde Nibelungen also fast ausschließen, ehrlich gesagt. Ausschließen können wir nur Shakespeare. Ich finde aber der... Das Ding ist, Shakespeare hatte auch hier und da einige Jokes, von denen du es nicht erwarten würdest. Ich glaube auch. Aber ich glaube nicht, dass er deutsche Namen so krass hat. Das wär übersetzt nicht. Auch. Wenn ich weiß es halt auch nicht. Wenn du halt die gewisse Monarchie aus Europa parodieren willst, dann ist halt so, und da sind halt Fonttitel schon sehr verlockend. Ja, genau, deswegen habe ich ja überlegt, wer würde den. Nein, aber Adel zum Beispiel irgendwie... Romeo und Julia ist ja auch übersetzt. Das ist ja Juliet zum Beispiel. Ja, aber wer würde den Adel parodieren? Ich keine Ahnung, klingt für mich also irgendwie für mich klingt nach Loriot. Ich würde Loriot oder Shakespeare sagen, ehrlich gesagt. Also Loriot, habe ich das Gefühl, ich wüsste das. Und das sind immer so, nicht solche Namen, sondern eher so ein bisschen subtiler, sowas wie Rupenknecht oder irgendwie. Er hat immer mehr so... Aber manchmal waren die Jokes auch super direkt. Ja, das stimmt. Ja, also, ja ich kann mir Loriot auf jeden Fall vorstellen. Es war eine Mischung aus beidem, aber hauptsächlich war Loriots Humor doch, er hat sich über alles Mögliche lustig gemacht. Ja, natürlich. Und Augsburger Puppenkiste kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, er hat es mal so beschrieben, er ist zwischen einem Irrenhaus und einem Friedhof aufgewachsen und das hat dann so ungefähr den Humor ausgemacht. Wir haben ja noch einen Telefonjoker, ne? Ich denke, wir müssen den auch machen. Ich tendiere zum Telefonjoker, ja. Und hoffen, dass wir die Millionenfrage wissen einfach. Das Einzige, was wir hoffen, ist, dass man Nibelungen ausschließen kann, aber weiter kamen wir auch nicht. Okay, schauen wir mal. Augsburger Puppenkiste. Okay. Sicher bin ich mir aber nicht. Ja, also habt uns das jetzt kein bisschen weitergeholfen. Nee. Ist das denn so, dass die falsch sein können, die Joker? Also ganz kurz, bei der Augsburger Puppenkiste wurden ja immer Bücher oder sowas umgesetzt, die, keine Ahnung, die Mumins, Jim Knopf und Lukas, Omel aus dem Eis. Ist das endloses Potenzial gewesen, ne? Nein, ich meine, aber eigentlich haben die auch keine Namen sich aus, also dann würde da ja stehen, das ist von Michael Ende oder so. Aber es sind ja Figuren die aus, Augsburger Puppenkiste hatte nichts, Jim Knopf ist nicht von der Augsburger Puppenkiste? Das ist ein Kinderbuch. Ja. Ich dachte, das wäre einfach nur von da gewesen. Das ist super, die Umsetzung. Aber die Augsburger Puppenkiste hat meistens einfach vorhandene Dinge. Das wusste ich nicht. Ich habe mich aber sehr lange nicht mehr damit befasst. Aufgeführt. Aber also natürlich für mich ist Augsburger Puppenkiste sowieso irgendwie nur immer eine Insel mit zwei Werten. Ja, aber das ist auch das Beste. Ich liebe das so sehr. Ich schenke die Blu-ray davon schenke ich meinem Vater diese Weihnachten, weil wir das nicht mehr irgendwo haben zum Anschauen. Habt ihr einen Blu-ray-Player? Mhm. Der Zukunft angekommen. Ich schau mal die Blu-rays auf der PlayStation 3. Auf der PS4 ist es schwer zu schauen, weil die HDCP-Verschlüsselung dann reinkickt. Das ist immer nett. Wir haben auch einen Fire TV-Stick, aber ich dachte mir eine Blu-ray als Geschenk. Blu-ray ist solide. Es kann natürlich trotzdem sehr gut sein. Also können wir. Also.
Die haben ja innerhalb von Oben aus dem Eis sich bestimmt noch extra Charaktere ausgedacht. Das Problem bei mir ist jetzt... Nein, das kann man nicht ausschließen, ne? Was ist mit Shakespeare? Shakespeare ist mir so ein Dorn im Auge. Ja, ist es ja, da ja, oben ja. einfach nur, damit man es direkt ausschließen soll, weil es richtig ist? Oder damit man es direkt ausschließen soll, beziehungsweise damit man genau das denkt, was ich denke? Oh, es fällt so komplett raus, vielleicht ist es richtig, aber ist es nicht, weil es Loriot ist. Es ist schließlich die halbe Million Frage, ne? Weil das Shakespeare drin ist. Wahrscheinlich bei Shakespeare... Ja genau, man denkt, oh, Shakespeare hat sowas doch nicht Nein, Tobias ich weiß von Röhm würde Shakespeare nicht. Nicht machen. Ich sehe halt wirklich, dass jemand, der nicht aus Deutschland kommt, solche zwei Vornamen machen würde. Ja. Das ist ein Trope, das sehr oft vorkommt, wenn irgendwie Deutsche parodiert werden, vor allem ein bisschen früher. Ja, aber stimmt, Bleichenwang. Bleichenwang ist schon wieder Tobias zu dich, Andreas, aber Bleichenwang ist so... Ich finde es seltsam, dass ihr immer denkt, dass das die englischen Namen sind. Ich glaube nicht, wie warum du das sollten auf sie Englisch keine sagen? Deutschen Namen haben, wenn sie was Englisches ist? Ja, aber wenn es Englisch wäre, was Deutsch sein möchte, dann würde es doch Bleichwange heißen oder so. Und nicht Bleichenwang. Nein, ja, das Ding ist halt. Ich verstehe euren irgendwie verstehe ich da euren Ansatz überhaupt nicht, aber ich glaube, ich habe es auch nur falsch verstanden. Wenn das genau so in der englischen Fassung drin wäre, hätte das irgendjemand wirklich aussprechen können? Aber wieso denn? Also. Egal. Also im Englischen. Sie hätten es falsch ausgesprochen, aber ja, es ist. Ja. Was? Ja, aber wie wäre Shakespeare auf Bleichenwang? Konnte der Mann Deutsch? Hatte der Ahnung davon? Das verstehe ich nicht, euren Ansatz. Woher war Shakespeare? Die Stücke werden doch übersetzt. Shakespeare ist England, oder? Ja. Aber die reden doch bei Wer wird Millionär von den Deutschen. Also, wenn jetzt ein Theaterstück in Deutschland aufgeführt wird, werden doch manche Namen immer übersetzt, oder nicht? Ach so, meinst du das? Ja, aber da ist das ja auch mal ein auch Punkt sein. Gewesen. Was wäre die englische... Aber wir gehen davon aus, dass es im Original halt schon deutsche Namen sind, weil es eben eine Parodie auf den deutschen Adel ist. Wie würdest du dann das übersetzen? Tobias van Barf? Oder... Hä? Also, wenn es Shakespeare wäre. Verstehst du, was ich meine? Funktioniert der Joke überhaupt in irgendeiner Fassung auf Englisch? Oder ist das nur ein Ding, was du nur auf Deutsch machen kannst? Ich wünschte, wir hätten mehr Anhaltspunkte bei irgendwas. Ich glaube nicht, dass einer Tobias van Röps in ein Drama von Shakespeare heißen wird, oder? Es geht ja um ein Drama. Oh, ein Drama. Oh ja. Oh mein Gott, den Plunk. Oh ja, ein Drama. Okay. Wisst ihr was? Nein, ich glaube, ich bin auch gegen Shakespeare. Ich habe den Drama-Punkt komplett ausgeblendet. Ein Drama ist Tragödie, Komödie. Ja, aber ist Charakter namens Tobias von Rülps. Ja, Komödie? Es ist eine Komödie. Ich sehe Tobias von Rülps nicht in einem Drama. Ich habe in diesem Trainer habe ich übrigens noch nie erlebt, dass ein Joker falsch liegt, aber gerade der Telefonjoker könnte es natürlich sein. Ich würde sagen, Augsburger Puppenkiste sowieso, aber ich wollte jetzt einfach nur sagen, Drama. Halt ich hätte Loriot getippt. Ich bin fürs Nibelungenlied. Ich würde auch, weil der Joker es gesagt hat, weil ich echt keine Ahnung habe. Ich gehe mit dem Joker. Gehen wir mit dem Joker, oder? Es ist Shakespeare, oder? Es ist Loriot. Oh, es ist Shakespeare? Oh mein Gott! Was, wirklich? Aber dann hatte Moggy absolut recht, dass sie das gemacht haben, um einen auf die falsche... Will mal jemand von euch googeln, was es mit Tobias von Röps auf sich hat? Das war so ein Mindplay. Oh, wir sind alle Facetten, was sie damit meinen könnten, durchgegangen. Wir kamen auf den richtigen Aspekt, aber... Ah! Gott! Was so ihr nah wollt. Dran. 12 Night or What You Will ist eine Komödie von William Shakespeare. Das Werk handelt von der unglücklichen Liebe des Herzog Orsino zur Gräfin Olivia und dem Schicksal des durch einen Schiffbruch getrennten Zwillingspaares Viola und Sebastian. Okay, warte, wo ist der Und Typ? Shakespeare kommt auf jeden Fall aus England. 12 Night or What You Will... Ich will die Musik ein bisschen... Auch Ritter Andreas Bleichenwang würde Olivia gerne heiraten und findet Unterstützung bei Olivias Onkel Tobias Röps. Ey, der heißt nicht von Röps. Aha. Das ändert tatsächlich einiges, ehrlich gesagt. Das ändert einiges, nämlich das war mein Hauptargument, warum ich dachte, dass... Tobias von Röps ist halt ein Name, der nur in der Parodie funktioniert, ansonsten es gibt kein Szenario. Oh, ich meine, es Entschuldigung. Klingt auch eigentlich sehr nach einer Komödie. Hier ist der Erbe der ehrenhaften Familie des Grafen von Röps. Von Röps. Oh, der heißt einfach nur Röps, wie es aussieht, ohne Adelstitel.
Tobias Barr. Hier, ach, oh mein Gott, in demselben Stück ist ein Charakter, heißt Hans Wurst. Das kommt wahrscheinlich daher. Ja, ich weiß nicht. Doch, mit Sicherheit. Ich meine, möglich. Der heißt einfach nur Hans und Wurst. Hans Wurst. Vielleicht ist er ein Idiot und deswegen hat man gesagt, du Hans Wurst. Was ja, ist vielleicht, das für ein Hans Wurst? Er hat sich vielleicht auch einfach von Redensarten aus dem Deutschen halt dafür verwendet, das halt jetzt das auch. Das könnte sein, das heißt, aber ganz oft sind die Redensarten auch die daher. Ja, aber in dem Fall, ich denke, er hat das ja ein bisschen, ich denke, er hat was aus Deutschland genommen. Ja, er hat sich von dem, was davor war, inspirieren lassen und da hat es sich weiter noch stärker etabliert, weil es populär war. Von wann ist Shakespeare eigentlich? Ich weiß, dass es ziemlich lang her ist und dass da auch zum Beispiel Frauen noch nicht schauspielern konnten und solche Sachen, aber... Wollen wir noch ein schnelles Spiel versuchen? Ja. Ja. Hier okay, steht 16. Jahrhundert. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, vermutlich. Also so 15. Ja, vielleicht irgendwas. Ist es auch die Aufführung oder so von den Stücken. Nee, ich denke mal, da hat er es so geschrieben. Ist Labello auch von Nvidia vor allen Dingen? Ja, Labello ist von Nvidia Labello. Hashtag Labello ist meines Vertrauens. Das ist die Kantenglättung der Lippe. Wollen Sie diese Stadt nach ihrer Fläche beginnen mit dem kleinsten? Vatikanstadt ist kleiner. Monaco oder Andorra? Gute Frage. Andorra, Monaco, Luxemburg, würde ich sagen. Man kann Luxemburg ist auf jeden Fall am größten, da wohne tatsächlich. Ja. Ja, Andorra und Monaco. Ich würde sagen, Monaco ist größer als Andorra. Okay, mach Andorra und Monaco. Ich habe von Geografie keinen Plan. Von Monaco hört Luxemburg. Man zumindest mehr. Okay, andersrum. War aber auch schwer, woher soll man wissen, ob Andorra oder Monaco größer ist? Redet der Partner allzu undeutlich mit vollem Mund, so könnte man ihn freundlich ermahnen, ich verstehe kein Sprachgefühl, Vokabel, Umfang, Grammatik, Regeln, Wortschatz. Eindeutig C. Ich verstehe kein Grammatikregel. ich verstehe kein Vokabel, Umfang. Oh, Umfang ist ein schöner Kosewort für seinen Partner. Wer sich auf einmal anders als üblich verhält, ist wie in der Startaufstellung mit Gelb vorbelastet fast konditionell am Ende ausgewechselt. Umfang, hol mir mal. Mir gefällt konditionell am Ende. Damit kann ich mich identifizieren. mit repräsentativen Meinungsumfragen stellt man sozusagen die Stimmung des Kirmes, Jahrmarkt, Rummel oder Volksfest. Oh. Die anderen waren leider nicht so clever. Nee. Ja. Naja. Fasst das Kleinkind auf die eingeschaltete Herdplatte, weiß es danach, was kalt kältet, lau laut, warm wärmt, heiß heißt. Ach so. Und wie sind alle Fragen gleich bisher? Wer sich davon so viel genehmigt, wird vom Blütenweiß, Rosenrot, Flieder lila, Enzian blau. Oh, Enzian war sogar ein Alkohol, glaube ich. Ja, Enzian blau. Ja, ich wollte gerade sagen, blau ist so der einzige Zustand, der existiert. Stimmt. Ich glaube, es ist irgendein Schnaps oder so. Die Musik ist halt auch immer so entspannt bei den Fragen. Und jetzt geht's erst los. Wie Schnorchler und Taucher wissen, hilft Spucke gegen beschlagene Taucherbrillen, gerissene Flossen, verstopfte Schnorchel oder zu enge Badehosen. Ich denke, beschlagene Taucherbrillen. Ich hab keine Ahnung. Die Spucke gegen zu engen Badehosen. Da wird einmal reingespuckt und schon läuft sie. Der Stoff der Schnorchel verstehe ich auch nicht ganz, warum. Spucke? Alles andere gibt absolut keinen Sinn. Ja. Wie nennt man das Aufschneiden oder Zerlegen von servierfertigem Fleisch? Faschieren, haschieren, ranchieren oder blanchieren? Das war Tranchieren, oder? Oh, verdammt, ich bin mir Ich weiß auch nicht, ranchieren oder blanchieren? Nee, blanchieren ist dieses Kochen, oder? Okay, dann tranchieren. Man muss tranchieren. Okay. Blanchieren ist, wenn man irgendwas kurz sehr heiß kocht. Musst du gerade an Bart Simpson denken, wie er Fische ausnimmt. Hm? Gott, wie heißt eine der ältesten und größten Städte Sibiriens? Bilsk, Tomsk, Jimsk, Bobsk. Oh Gott. Okay. Ich sag Jimsk. Messer aber rein, Gedärme raus. Stimmt. Ich glaube, die einzige... Was? Jakutsk? Die einzige Stadt in Sibirien, die ich kenne? Oder es zählt Wladiwostok, aber das ist... Ist das auch Sibirien? Ja, aber...
Das sind die einzigen, die ich kenne. Jims Bill, Tom, Bob oder Jim. Richtig. Ich bin, also... Ich sage auch, dass Jims richtig klingt. Ich bin komplett verloren bei, also immer solche Fragen kann ich, weiß ich ja, nicht. Ja, ich, habe aber auch absolut keine Ahnung, ich habe noch nie davon gehört. Ich kenne halt kaum Orte in Sibirien. Ich würde halt auch Jims... Ich kenne einfach keine Orte in Sibirien. Und ich kenne keine Orte. Ich meine, Vladivostok hat man vielleicht gehört, falls es zu Sibirien gehört noch. Das sei halt bei der Ecke der? China, Nordkorea. Ich würde Jimsk. Nee. Ich würde auch Jimsk sagen. Völlig. Ja. Tomsk, was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Frage? Einer der ältesten Orte eines Landes. Okay, so. Wir haben uns zu Risiko bereit gefühlt und es war ein Fehler. Ja. Aber war schöne Einstiegsfragen. Das sind immer wundervolle Wortspiele. Hm. Ich meine, die ersten paar kann man immer sehr schön, denke ich, einfach machen, oder? Ja, und dann kommt die erste Frage, bei der tatsächlich was aufs Spiel steht und man fliegt raus. Man traut sich hier halt viel mehr als normal. Ich greife relativ schnell zu Jokern. Von West nach Ost. Also von West nach Ost. Ich habe keine Ahnung. Montreal? Toronto? Na, obwohl Vancouver vielleicht? Ach, Vancouver ist es ja, mehr. Was auch immer. Dann wahrscheinlich Vancouver, Montreal, Toronto, Calgary. Nein, das steht Vancouver da. Ist ganz im Westen, okay. Also, Die richtige Lösung steht da. Was bringt sprichwörtlich Glück? Slowaken, Schaudis. Okay. Schiene gelesen, Alter. Was zum Teufel? Wegen Serben. Okay. Scherben. Oh, ist, oh, verstehe. Saudis, okay. Wow. Senegalesen. Die Slowaken. Die Scherben. Was interessiert den Cineasten? Hamburg-Lachse, Köln-Karpfen, Mönchenhechte oder Berlinale? Berlinale. Oh, jetzt ein Köln-Karpfen. Karpfen. Lachse mit X. Ein Grundstück im Grünen grenzt schon mal links an Wiesen und Apotheker, Bankkaufmann. Das heißt Red. Journalist. Rechtsanwalt. Oh mein fucking Gott. Das ist witzig. Das gefällt mir. Oh, das war Apotheker. Oh. Was entstand im 12. Jahrhundert? Jens Thüringen, Mike Sachsen, Ronny Hessen oder Mark Brandenburg? Was? Mark Brandenburg ist ein... Die Mark Brandenburg ist im 12. Jahrhundert entstanden. Das ist kein Vorname. Ich meine, die anderen Orte gab es schon vorher. Wer sah sich als Lonely Boy, schmachtete Diana an und bat, put your head on my shoulder? Bob Segler, Jim Skipper, Mike Ruder oder Paul Anker? Es ist Paul Anker. Okay. Vertrauen. Das ist gut, ich habe nämlich absolut keine Ahnung gerade über diese Frage. Ich auch nicht. Hätte ich nicht gewusst. Was wird auf einer Walze schichtweise gebacken? Baumkuchen, Kokosmakronen, Käsesahnetorte oder Bienenstich? Der gute Baumkuchen. Ich glaube schon. Oh, okay. Ja. Der hat ein Loch in der Mitte. Ja, und der wird halt logischerweise immer so, der kriegt so Ringe durch die Schichten, wie ein Baum. Oh Gott, nein, da habe ich keine Ahnung. Wer war der direkte Vorgänger von Edmund Stoll beim Amt des bayerischen Ministerpräsidenten? Mori. Franz Josef Strauß, Alfons Goppel, Friedrich Zimmermann, Max Streibe. Ich habe doch keinen Schimmer von Politik. Ich meine, der mir was sagt, aber ich weiß nicht, ob es Politiker ist. Wer denn? Der Franz Josef Strauß. Ja, den kenne ich auch. Ja, den kenne ich halt auch vom Namen her. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich auch nicht. Vielleicht war er zufällig Ministerpräsident. In Bayern? Unter Umständen? Dem Freistaat? Ja. Im Süden? Vielleicht. Vielleicht sogar vor Edmund Stoiber. Im sogenannten Freistaat, weil sie dem Verein die Leute wegkaufen. Aber wollen wir jetzt schon wieder risky sein oder wollen wir... Nein, wir müssen, das ist der letzte Try, den wir machen. Wir können nicht auf Risk gehen. Okay. Ruf mal an. Max Streibe. Okay. Oh, aber Franz Josef Strauß war auch davor, ne? Oh, okay. Oh. Oh, wie heißt der heimtückische Bösewicht, dessen Rache Tom Sawyer und Huckleberry Finn fürchten? Der Cotton Eye Joe! Indiana Joe, Indiana Jones, Cotton Eye Joe. Hier wird ein Bild Buffalo Bill, Joe. Oder? Ja, sollte. Ja. Oh mein Gott! Oh, wir sind so doof. Warte, wieso habt ihr Buffalo Bill war ein Wildwestheld? Ja, stimmt. Oh. Ich war nicht schnell genug. Buffalo, aber die anderen drei waren uns einig. Naja, Indiana Joe ist ja nicht Indiana Jones.
Richtig. Ich dachte, ja. Das war. Das, ah, komm, oder? Ja, einer wir muss müssen noch richtig. Einmal, wir müssen noch einmal zu 16.000 kommen, komm schon. ich will diese Nivea-Werbung nicht mehr sehen. Habt ihr noch andere Sponsoren außer Nivea? Grüße gehen raus an RTL und seine Werbepartner. Die haben nur Nivea. Oh. Besser als Switch, die haben nur Amazon. Also sich selbst. Die von RTL denken wohl auch, dass Nivea eine Hautcreme ist. Wir werden Amsel, Spatz, Gimpel und Truthahn auch genannt. Oh Gott! Also, Ornithologen da draußen? Nee. Amsel ist ein. Hä? Also, Truthahn ist der Truthahn ist der Pute auf jeden Fall. Genau, das ist wieder das Einordnen, ich dachte gerade. Okay. Warte, der Spatz Amsel, war der Sperling, oder? Amsel ist ein Schwarzdrossel. Spatz ist Sperling, Gimpel ist der Dompfaff, genau. Dompfaff und Putter. Potter. Ich bin sehr froh, dass ihr Ahnung davon habt, denn ich habe. Was klingt wie eine undeutlich ausgesprochene Aufforderung, sich zu nähern? Punkt hin, komm mal her. Fragezeichen rein. Gänsefüßchen raus. Komm mal her. Ja, wo denn? Komm mal her. Oh, wovon weicht man redensartlich ab, wenn man dem Laster frönt? Bahn der Moral, Rote des Anstands, Pfad der Tugend oder Schleichweg der Sittsamkeit? Der Schleichweg der Sittsamkeit, was ist es eigentlich? Der Pfad der Tugend, oder? Laster Pfad der Tugend, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, die Route des Anstands, aber es soll der Pfad der Tugend. Ach so, nee. Pfad der Tugend ist das Einzige, was es gibt. Ja, okay. Pfad der Tugend, ja. Vom Pfad der Tugend abkommen. Aber dem Laster frönen ist auch stark. Was kann leider, was schon, kann mal leider schon mal vorkommen? Dürre in der Brieftasche, Flaute am Schlüsselbund, Ebbe im Portemonnaie, Stille in der Gerdbörse. Oder Blumenkohl am Pillermann. Okay. Ich glaube, es ist die. Ist es Ebbe im Portemonnaie? Ich glaube, Ebbe im Portemonnaie habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Kenne ich. Das will ich nämlich nicht mehr klicken, bevor nicht alle was dazu gesagt haben. Habe ich noch nie gehört. Also. Ich glaube, ich habe Ebbe im Portemonnaie schon mal gehört. Doch. Okay. Ja. Welche süße Leckerei darf zu Weihnachten nicht fehlen? Blätterkrokant, Astmarzipan, Wurzelnougat, Rindenkaramell. Ach so. Blätterkrokant, meine Freunde. Rinderkaramell, sagen. Ich finde, Blätterkrokant ist irgendwie gar nicht so weihnachtlich. Das ist für mich fast schon Ostern. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ostern und Weihnachten sind einfach nur die gleichen Süßigkeiten, außer Spekulatius in anderer Form. Was okay, ist ja, da Blätterkrokant? Was? Ich habe so wirklich keine Ahnung. Okay. Das ist ungefähr das, wonach es klingt, Fudi. So wie Blätterteig, okay. Aber aus Krokant. Ach so. Ziemlich cool, sehr, sehr befriedigend tatsächlich zu essen. Ich finde es irgendwie echt unangenehm. Die Konsistenz mag ich nicht. Wozu suchen viele ein Fitnessstudio auf? Zum Leinen, zum Borgen, zum Pumpen oder zum Fenden? Ja, mal zum Borgen. Kann ich mir wieder was pumpen bei euch? Oh, heute geht wieder Fenden. Kann ich mir die Hanteln pumpen? Du kannst mit den Hanteln pumpen. Kalium, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff oder kurz Koch, Kellner, Wirt, Gast. Kellner. Koch, oder? Ja. Wasserstoff ist H. Ach das so, ist relativ ach so, easy. Ich hab einen Moment gebraucht. Ja, okay. Oh. Nur gesagt, nichts, was du nimmst einfach. Was bot Kanzlerin Merkel Präsident Hollande im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der des Elysée-Vertrags? Die Eins! Okay, das Saal. Ihren Sold auf Lebenszeit. Nehmt es einfach. Jetzt nehmt es doch wieder zurück. Nehmt doch einfach das Saarland. Ich hab keine Ahnung. Ihr Dessert wäre. Ist wahrscheinlich das Du, oder? Schätze ich mal. Das ist. Ich sehe es nicht ganz. Das Du anbieten. Ich verstehe nicht ganz, warum Merkel sagen würde: Mensch, das ist jetzt zu Feierlichkeiten, sage ich, dass wir jetzt. Uns du, ja, wer du ist sein ja, sollst. Ist ja im Rahmen der Feierlichkeiten passiert. Das Saarland. Ich denke, das Dessert ist auch zu lahm. Ich glaube, es ist sehr Ehrensold auf Lebenszeit. Aber das klingt nämlich wichtig. Aber Lebenszeit von Merkel oder was? Aber Ehrensold auf Lebenszeit? Das heißt doch, dass der Präsident Geld Hollande bekommt auf Lebenszeit. Ja.
warum sollte er das tun? Sollte es doch eher, was du zum Beispiel Soldaten als Lohn zahlst. Das nennt man doch Sold, oder nicht? Ich bin für das Du, aber... Ach so, und am allerersten wäre ich halt für einen Joker an dem Punkt. Präsident Hollande, wer war das? Wer war das? Keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, das war Frankreich. Ja. Hollande. Also, welchen Joker nehmen wir? Ja, einen Joker halt. Den untersten, I guess? Oder halt wieder... Das Du. Okay. Du. Johnny? Okay. Wieso vertraut ihr mir? Ja. Wieso vertraut ihr mir einfach nicht? Wer Latifundien sein eigen nennt, hat auf jeden Fall Grundbesitz, Altarbilder, Rassehunde, viele Bücher. Verzeihung? Es klingt ein bisschen so, aber ich habe noch nie von einer Hunderasse gehört, die... Ich kenne Fundländer, aber Fundien... Hast du nie? Oh, du hast doch diesen kleinen Latifundi. Ja, eben. Er ist ein Neufundländer halt. Aber die Fragen sind jetzt schon wieder so schwer. Krass. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann nicht mal was ausschließen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich würde Grundbesitz ausschließen. Latifundien, vielleicht literarische Fundsachen? Wie Bücher? Keine Ahnung, Mann. Latein geschriebene Fundarien. Viele Bücher. Oder so wie Fundament. Oder wie Fundament. Grundbesitz. Ja, ja. Ja, ruf mal unseren Kumpel an. Der weiß mach mal, Telefonjoker ist später eh nicht mehr nützlich, wie wir gelernt haben. Ja, ja, der ist unsicherer. Grundbesitz. Ah ja. Okay. Gut, dass wir nicht den Geringverdiener heute angerufen haben. Es ist gut, Grundbesitz zu haben. Okay. Also, das weiß ich natürlich nicht. Wobei gibt es sogenannte Luftmaschen. Oh nein. Nee. Sticken, häkeln, stricken. Oh Gott, ich dachte, ich weiß es, aber jetzt bin ich mir unsicher. Was, häkeln oder sticken? Also ja, ich würde sagen, häkeln, wir können nehmen schon mal ausschließen, stricken. Was irgendwelche Maschen Luftmaschen angeht. Kann doch nur etwas sein, stricken wo keine ich. Luft mehr rauskommt, oder? Sticken würde ich auch ausschließen, ehrlich gesagt. Ich meine, den Begriff habe ich schon mal gehört im Unterricht und ich glaube, da haben Leute gehäkelt. Aber ich kann nicht häkeln, ich habe genäht. Und beim Nähen habe ich nie Luftmaschen gehört. Aber ja, ich bin entweder häkeln oder stricken. Ich sehe beim Strick, dass man es vielleicht macht und dann hat man während man die Nadel rüberbringt, hat man vielleicht den Faden irgendwie nicht ganz drüben und deswegen macht man das, ohne dass was passiert. Versteht ihr? Was ist denn eigentlich häkeln? Ich bin mir nicht sicher. Das ist das Problem. Das ist was Omis machen. Das ist halt mit diesem Haken. Halt so ähnlich wie Stricken, aber... Mit dem Haken, was macht man mit dem Haken? Ja, man häkelt. Ich hab doch gerade gesagt, ich kann nicht häkeln. Nein, was ist das Endprodukt? Beim Stricken machst du ja so Socken oder Mützen oder... Ja, so ein Pulli ist, glaube ich, ein Häkelprodukt, oder? Du kannst alles Mögliche häkeln, glaube ich auch. Es ist halt eine andere Häkeln Methodik. Und Stricken scheint sehr ähnlich zu sein. Das ist nicht gut. Die Frage ist nur, zu welchem Ausmaß ist Häkeln mehr automatisiert als Stricken? Denn ich sehe beim Stricken Häkeln ist nämlich ist so sehr viel Platz dafür, dass du einfach dass du eine Masche machen willst, dann hast du den Faden nicht über der Nadel. Also beim Häkeln gehst du halt immer mit diesem Stift, vielleicht habt ihr den mal gesehen, da gehst du ja immer so rein und dann ziehst du da mit der Hand drumrum und dann ziehst du es irgendwie raus oder so. Okay, weil ich weiß, wie man strickt. Also du kannst auch Socken, glaube ich, damit häkeln. Oder ich konnte mal... Stricken hast du diese zwei Stäbe, die du ineinander strickst. Was sollen Luftmaschen sein? Also ich konnte mal stricken. Pass auf, ich habe schon gesagt, Luftmasche ist beim Stricken, ist, wenn ich noch richtig erinnere, wie es geht, das ist nämlich viele Jahre her. Du nimmst ja den Faden mit der rechten Nadel quasi und machst ihn dann links in das Gemisch rein. Wenn du ihn vielleicht nicht richtig hast, dann machst du zwar eine Masche, aber weil du einen Faden nicht hast, passiert nichts. Ich dachte auch, eine Luftmasche wäre eher so ein Fehler beim Stricken. Ja, so, dass du einen Faden halt irgendwie nicht dabei hattest, deswegen eine Masche machst, aber... Ihr löst das schon, ich muss mal weg. Ich sag Häkeln, aber ich beim meine, Häkeln Leute haben bei mir gehäkelt und ich habe Luftmaschen oft gehört. Das ist ein starkes Argument. Beim Häkeln könnte ich mir halt, also beim Stricken glaube ich, wäre es so ein Fehler und beim Häkeln könnte es halt was Absichtliches sein. So, ich brauche eine Luftmasche. Das könnte sein. Für diesen Haken halt, weil dieser Haken greift ja irgendwas. Ja, du gehst ja auch komplett rein. Im Endeffekt ist es Sticken. Sticken ist ja da hast du ja dieses. Ich weiß nicht mal, was Sticken ist. Hast du ja so ein Fundament. Ich glaube, Sticken ist, du hast ein Fundament und dann ziehst du den Faden da rein. Also, du hast zum Beispiel. Ja, Sticken ist ja... Aber das ist, wenn man so Nähkissen macht oder so. Genau, das ist mit wie... Ja, genau. Und Nähen ist ja eigentlich dasselbe wie Sticken, nur dass du bei mir zwei Sachen zusammen hältst.
Er gibt die gute Nähmaschine. Im Unterricht habe ich immer genäht und ich habe nie Luftmaschinen gehört gehabt. Nähmaschinen sind so ein Rätsel. Wie die funktionieren, ist so krass. Mir wurde es irgendwie schon dreimal erklärt und ich konnte es mir räumlich einfach nicht vorstellen, wo der Faden langläuft. Oder eigentlich müsste sich verheddern, aber es ist sau cool gemacht. Also ja, ich verstehe es auch und ich fand das immer sehr faszinierend. Oh, plötzlich ist. Wollen wir einen 50-50 raushauen? Ja, der geht runter und hoch und der andere Faden geht entgegengesetzt. Das ist fucking beeindruckend, Nähmaschinen. Ich bleib beim Häkeln. Ja, dann sind wir beim Häkeln. Okay. Yes! Oh, fucking 8000 erst. Wer lieferte sich 2019 bei zwei Parlamentauswahlen in Israel ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Amtsinhaber Netanyahu? Ja, ich kenne ihn. Bruno Ganz, Benny Ganz, Gustav Ganz, Guido Ganz. Kanz. Guido Kanz kennt man, oder? Guido Kanz? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch dieser Typ, auch von Verstehen Sie Spaß. Ich glaube, der war es nicht. Gustav Ganz kennt man auch. Genau. Wenn ich das jetzt so höre, Netanyahu, den Namen habe ich gehört, aber den Rest... Also nur A und B, denke ich, kommen in Frage für uns. Die Frage ist, ich meine, okay, Israel, es gibt gewisse jiddische Wurzeln, was man nicht verdenken sollte. Das heißt, deutsche Namen sind wahrscheinlich möglich. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie auch einfach das mit dem TZ. Ha, oder? Ja, ich möglich. Weiß nicht. Weil ich euch das sehe, dass das irgendwie ein Ausschlussverfahren irgendwas dem dienen könnte. Hier bin ich lost. Ha. Benny klingt irgendwie nicht so ganz richtig, ich weiß nicht. Bruno aber auch nicht, ehrlich gesagt. Da weiß ich will nicht. Ich bin auf jeden Fall für den Joker, aber wir haben so wenig Geld erst. Ja, das ist. Ja, das war der unser letzter gut. Joker, ja. Das war eine echt miese Runde. Was sollen auch 2019 Parlamentswahl aus Israel? Wer hat das verfolgt? Ja. Ich meine, es ist eine angespannte Situation, ja, wahrscheinlich ein paar Leute, ja, aber klar. Ich nicht. Ja. Ja, es war mehr joke-mäßig gefragt. Natürlich habe ich es heute verfolgt. Maeve? Wir brauchen den Joker. Wir brauchen Maeve. Der kommt gleich Maeve? Und sagt, das wisst ihr nicht. Benny Ganz. Oh, Benny Ganz. Der Benny. Hä? Das klingt so am... Hä? Ich wäre bei beiden Namen verwirrt, insofern. Ja. Einer muss das ja sein. Welcher Gallenfarbstoff sorgt dafür, dass die Haut Neugeborener in den ersten Tagen gelblich wirkt? Melanin, Hämoglobin, Carotin oder Bilirubin? Hämoglobin nicht, das ist der Farbstoff für Blut. Melanin ist das nicht das, was... Ist das nicht die Farbpigmente, die ist dann... Ist das nicht die aus der Parallelklasse? Carotin und Bilirubin kenne ich nicht. Melanin bin ich unsicher. Ich bin für Carotin, weil es halt gelblich ist. Oder ich erinnere mich an Carotin. Und zwar war da die Sache, ich meine, es fehlen Karotten drin. Und wenn man wirklich viele Karotten isst, wie ein Pferd. Dann wird die Haut gelb. Oder dann kann man eine leicht orangene Haut bekommen. Mhm. Aber es kann natürlich trotzdem Melanin oder Bilirubin sein. Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Ich glaube, man sagt doch Melanom wegen Melanin, weil das ja Muttermale. Was ist denn, achso. Kreiert. Das sind doch die Farbpigmente. Ein Melanom ist ein bösartiger Muttermal. Was geht? Glaube ich. Heißt es der Muttermal? Nein. Das Muttermal? Es ist das Muttermal, aber. Ja, das ist bösartiges Muttermal, okay. Auf jeden Fall, ja. Ja, Carotin. Carotin klingt. Obwohl, das ist halt nicht. Ich weiß nicht, ob wir Carotin wirklich. Was ist Bilirubin? Nein, das haben wir nicht im Körper, das ist ja. Aus der Galle irgendwie. Ach so, ich dachte, das ist irgendwie von der Mutter, aber wahrscheinlich warum ist es. Warum macht die Galle Carotin, wenn wir es sonst nicht haben? Dann gelblich wirkt. Ja, Carotin macht gelblich, ne? Oder orange. Weiß ja, ich orange. Nicht. Wisst ihr, was Bilirubin ist? Nee. Ja. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Rubin rot ist. Das ist falsch. Nicht ganz. Also, du bist nicht ganz falsch, aber auch nicht Rubine. Ganz. Ja. Pokémon hat uns ein zu leichtes Leben vorgegaukelt. Was ich überlege ist, hat Bilirubin etwas mit Blut zu tun? Weil wenn ja, und wenn das was mit Blut hat, zu tun hat, dann ist es auf jeden Fall etwas, was die Haut gelblich wirken lassen kann aufgrund von Gelbsucht. Was können wir denn ausschließen? Was? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, wenn es mit Gelbsucht zu tun hat, dann ist es gelb. Wenn es mit Blut zu tun hat, dann kann es was mit Gelbsucht zu tun haben. Vielleicht ist es auch der Stoff, der Melanin gelb macht.
Ich weiß es nicht. Melanin ist auf jeden Fall, also wenn ich allein von der Endung ausgehe. Carotin klingt halt, keine Ahnung, wonach es klingt, aber Melanin ist halt ein Hautfarbstoff und Hautfarbstoff oder Hautpigmente funktionieren ganz anders. Und wenn Bilirubin oder wenn Carotin nichts mit dem Blut zu tun hat, aber Bilirubin schon, dann kann es zur Wieso Hautfärbung Blut? Führen. Ich möchte anmerken, ich habe keine Ahnung, womit Carotin zu tun hat. Es geht halt um Gallen. Also Carotin hilft, glaube ich, auch beim Sehen. Es geht halt um Gallenfarbstoff. Und ich denke, dann halt, ist es dann, ich weiß nicht, hat Carotin etwas mit Galle zu tun? Weil ist Carotin überhaupt ein Gallenfarbstoff? Oder ist das ich glaube nicht. Weil das ist doch auch was. Ihr wollt mir erzählen, ihr wisst, was ein Gallenfarbstoff ist? Nein, aber... Ich weiß, wie das Konzept ungefähr funktioniert. Das ist, du hast halt im Blut, wenn du diesen Farbstoff hast, der lagert sich halt ab innerhalb deines Blutstroms. Und das lässt dich gelb wirken. So funktioniert grob Gelbsucht. Das heißt, es kommt aus dem Blut. Ja, aber welcher Stoff ist das? Ich sag Bilirubin. Carotin klingt irgendwie... Das ist irgendwie, die Frage, Johnny. Wenn das was mit Karotten zu tun hat, wie kommst du auf Bilirubin, wenn du es noch nie gehört hast? Ich habe das Gefühl, Carotin ist wieder so eine Falle. Okay, ich vertraue Pulli, der hat gegoogelt. Weil Hämoglobin ist halt der Farbstoff vom Blut. Der ja, das deswegen check ich nicht. Du sagst die ganze Zeit, es gibt dann ja vielleicht noch einen anderen Farbstoff im Blut und der ist gelb. Ja. Das ist Bilirubin. Es hat genau die gleiche Endung. So funktioniert doch Chemie, oder nicht? Also die aber haben alle die gleiche Endung. Ja. Und Melanin doch auch. Nein, mit dem Bienen meine ich. Er meint das B. Boah, keine Ahnung. Du hast Nien, Teen und zweimal Bienen. Oh, okay, okay. Du bist doch einfach dran. Ja. Ich sag, also, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Billy! 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 Let's go! Nice, Fully. Oh. Wie nennt man die ohne Bewässerung nutzbaren Steppen nördlich der arabischen Halbinsel? Blühender Bogen, fruchtbarer Halbmond, ertragreiche Sichel, grüner Gürtel. Nördlich der arabischen Halbinsel. Richtig. Ich würde die ertragreiche Sichel gerne sehen. Ich würde grüner Gürtel tippen. Ist es ein Gürtel? Die Frage ist, warum ist es nutzbar? Weil ja die Halbinsel quasi die Hose ist, ne? Und der Gürtel ist ja dann. Ach so, nee, eine Halbinsel hat. So, ja eine Halbinsel. Eine Halbinsel kann doch, ja ist doch kein Gürtel. Ja, eben, geht ja nicht mehr. Nein, aber die Halbinsel schließt ja an ein Land. Also. An eine Fläche. Und ja, bei einer Halbinsel ist ja alles ums Wasser. Du kannst ja nicht drum herum. Gürtel. Ihr wisst, wie die arabische Halbinsel aussieht, oder? Nicht wirklich. Die grenzt an Afrika über die Halbinsel Sinai, genau. Direkt an Ägypten ran und halt an, es ist halt Asien, aber dann halt bei Türkei aber das, dran. Aber das ist den Gürtel und das ist die arabische Halbinsel, die Hose, verstehst du, was ich meine, oder? Fully? Was? Verstehst du, was ich meine, mit dass die arabische Halbinsel die Hose ist und dass dann der Gürtel ist, wenn er nördlich ist? Ja. Aber ich habe selber keine Ahnung. Aber es heißt nicht, dass es richtig ist, ne? Der aber Halbmond. Halbmond und Sichel sprechen mich halt an wegen. Die ertragreiche Sichel klingt erfunden. Das sehe ich nicht. Ich will das so gerne. Nördlich der Nutz. Also. Ohne Bewässerung. Oh. Da ist halt. Ich weiß nicht, war das in der arabischen Halbinsel? Wie kann man denn überhaupt eine Steppe nutzen? Also, da wächst ja es halt nicht. Es ist ja nicht alles Wüste und totes Land. Das ist ja nein, genau aber es ist Steppe. Also, ich dachte immer, Steppe bezieht sich darauf. Nee, Steppe ist halt, glaube ich, hauptsächlich groß, leer, also nicht viele Bäume und sowas. Aber das kann ja trotzdem recht fruchtbares Land sein. Okay, warte. Gehen wir einfach mal durch nach Top 4 Gegenden und wir ranken sie je nachdem, wie realistisch sie echt klingen. Blühender Bogen klingt halbwegs echt, fruchtbarer Halbmond. Ich mochte zuerst die Idee, aber ehrlich gesagt, wer nennt irgendein Stück Land fruchtbar und dann der, das ist das fruchtbare Dreieck. Das sehe ich nicht. Ertragreiche Sichel. Nee. Nennt man vielleicht in der Kultur selber so, aber an sich, sehe ich auch nicht. Ich denke, der grüne Gürtel ist, er klingt also nicht erfunden. A oder D. Aber also jetzt, halt, wo du das so also gesagt hast, ist mir aufgefallen. Blühender Bogen klingt auch schon wieder zu erfunden. Jetzt, wo du es so gesagt hast, ist mir aufgefallen, wir Menschen nennen es dann immer grün. Wir sagen hier irgendwie so ein aufwendigeres Wort als grün. Das ist halt das ist ein Name, der ist einfach, man kann ihn sich merken, jeder versteht, was gemeint ist. Alliteration. Das aber dazu, das, aber ich glaube, es hat damit. Aber dann ist die Frage, ist es nicht schon wieder zu leicht denn für eine 64.000 Euro Frage? Nein. Ich denke nicht.
Weil es ist absolut nicht leicht, Maeve. Wir diskutieren ja schon seit ein paar Minuten. Also, meine Erklärung steht ja, ich bin ja für den grünen Gürtel, also alles gut. Ich bin auch für den grünen Gürtel, er klingt nicht erfunden. Ja, komm, machen wir ja, den. Ja, wir haben eh keine Joker, let's go. Der das fruchtbare der Halbmond! Der verdammte Halbmond! Verdammter Scheiße. Gott, aber wisst ihr was? Ich denke, wir haben uns gut geschlagen. Wir waren nicht schlecht. Ja, definitiv. Ich finde auch, dass wir nicht so schlecht waren. Vielleicht werden wir ja das nächste Mal Millionär. Millionär, wenn es nächstes Mal gibt. Wir werden sehen. Ja, wir haben uns gut geschlagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wisst ihr, was mir da mal fehlt? Hm? So eine kleine Erklärung für Antworten. Stimmt. Ja. Das ist eine Sache, die ich sehr vermisse. Ich hätte jetzt auch gerne gewusst, ob ich mit dem Bilirubin richtig liege. Der Screen von Jauch. Oder ob es einfach Lack war. Der hat ja da dann so irgendwie so eine Erklärung wahrscheinlich. Ja. Ich meine, wir können das ja auch immer googeln danach und gucken, ne? Wir haben einige Dinge googelt, aber dennoch fände ich es wirklich cool. Bilirubin besteht aus den Wörtern Billy für Galle und Rubin für Rot. Oh mein Gott, wir waren beide richtig. Und ist ein gelbes Abbauprodukt. Maeve, du hattest mit der Galle recht, ich mit dem Blut. Warte, ist das das, was im Urin ist? Was den Urin gelb macht? Helmanthal ist das eigentlich Ammoniak? Nee, das ist Abbauprodukt des Helmanteils des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und damit einen geilen Farbstoff. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind konditionell am Ende.